Hallo meine Freunde, Zauk wieder hier mit der Let's Play Pokémon Omega Rubin. Wir haben beim letzten Mal, also vor ein paar Stunden, ich habe jetzt erstmal die ersten beiden Videos fertig gemacht, haben wir schon angefangen Pokémon wie Blöde zu fangen. Und damit wollen wir jetzt weitermachen. Stylus, was tust du da? Nicht wegfallen. Ah ja. Okay. Bleibt er so stehen? Er freest. Okay. Wir wollen... Auf dieser Route haben wir noch nicht alle Pokémon gefangen. Das wollen wir doch mal nachholen. Moment, da oben ist gerade irgendwas erschienen. Was ist da erschienen? Was haben wir denn da? Ich habe nicht erkennen können, was es war. Verdammt! Ist hier noch irgendwas? Ja... Wir wissen, was das ist. Es ist ein Geber, ja. Uninteressant. Rennen wir mal ein bisschen so hier durch. Und gucken, ob wir einen Trussler finden. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Ich werde auch nur ein paar Mal versuchen. Also ich werde jetzt nicht hier halbe Ewigkeit rumrennen und versuchen, einen Trussler zu fangen. Sondern mache ein paar Versuche, guck vielleicht, ob der Radar was bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Gucken wir mal, vielleicht bringt er... Da ist ein Trussler! Oh Gott. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz langsam. Trussler Level 3. Ja, 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 mein kleiner Freund. Hallo. Oh ja. Yeah. Trussler erscheint. Oh, what the fuck. Ist auch weiblich, ist es perfekt. Jawohl, und es hat Fährte. Nice. Nice. Allerdings bist du ein wenig zu stark dafür. Ich glaube, das macht Lou. Normalerweise sollte das Ding, wenn es keine zusätzlichen Attacken hat, nichts drauf haben. Nämlich Heuler, und das war's. Yay, es kann Heuler. Das ist ganz gut. Tackle. Lou, go. Weil für Trussler habe ich einen Namen. Ja, ja, für Trussler habe ich einen Namen. Trussler wird auch vorerst auf jeden Fall ins Team kommen. Wobei ich mich frage, ob hier irgendein Trussler noch einen Zuchtattacker kann. Wäre auf jeden Fall cool. Okay. Ein Tackle noch und dann dürfte es gut sein. Ja, ja, das reicht. Heuler! Sehr schön. So. Pokebälle. Pokeball go! Du, du. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade immer runter auf den 3DS gucke, wenn ich hier... Okay. Hey, es kann Heuler. Verdammt, habe ich doch noch einen Tackle. Ein Tackle noch. Komm, ein Tackle müsste noch gehen. Okay, mehr geht aber nicht. Auch mit den ganzen Heulern. Ich weiß nicht, wie viel ich die ganze Zeit abziehe, aber es ist zwar nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. So. Na komm. Bleib drin. Dankeschön. Yes. So. Für Trussler wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Yay. Und es ist... Registriert. Weiblich Gefühl. Okay. Trussler nimmt mit den Hörnern an... Das sind Hörner? Okay. Trussler nimmt mit den Hörnern an seinem Kopf die Gefühle von Menschen wahr. Menschen bekommen dieses Pokémon nur selten zu Gesicht. Wenn es bemerkt, dass eine Person gut gelaunt ist, traut es sich näher an sie heran. Ich bin gerade sehr gut gelaunt und ja, du bekommst einen Spitznamen. Du heißt... Su. Burp. So... Ich stehe wieder davor. Ja, yeah, wir haben ja alle Pokémon. Kann ich Geber direkt suchen? Cool. Moment. Ja. Yeah. Kann ich auch Trussler direkt suchen? Ob das dann... Okay. Ich probiere mal kurz was aus.
Okay, hier ist keins in der Nähe. Ups. Hey. Dann muss ich dafür näher am Gras. Hey, Gehweier. Ich würde gerne mich wissen, ob es noch welche mit Zusatzattacken gibt. Aber wahrscheinlich schon, aber... Burp. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So, was kann's... Ja, es hat noch 2 KP. Okay. Fährte. Angriffspluswesen. Naja, egal. Ist nicht so tragisch. Ein bisschen noch niedrigere Verteidigung als überhaupt schon. Finde ich jetzt was? Findet sich nicht in der Nähe. Ich will es ein bisschen ausprobieren. Ich finde das ganz cool. Die Möglichkeit, so ein Pokémon noch weiter zu finden. Ich weiß gar nicht, ob es hier hinten passt. Was ist denn da? Ein Giver, was Blubber beherrscht. Yay. Such danach mal. Da hinten ist eins. Ich möchte gucken, ob es eine besondere Attacke beherrscht. Das ist kein Heuler. Ma. Ups. Okay. Lassen wir das. Aber ich finde das Ding echt cool. Ich glaube, der Scanner bleibt jetzt auch weiter an. Hey, und Fuffi bleibt vorne. Heieiei. Moment. Wo? Wo ist es denn? Ah, egal. Egal. So, hier gibt es zwar auch Pokémon zu fangen, aber da kommen wir gerade noch nicht dran. Ich will aber das Trassler heilen. Ich will es heilen, und weil ich etwas Besonderes weiß, werde ich es auch im Moment nicht an die Spitze stellen. Ich finde es übrigens cool, dass die Pokémon auf 3 Bildschirmen hier angezeigt werden. Auf dem oberen und auf den beiden kleinen da rechts. Wahrscheinlich je nach Kamerawinkel, damit man immer sieht, dass auch Pokémon dabei sind. So. Wir wollen aber auf die nächste Route endlich mal. Und hier gibt es noch Pokémon für uns zu fangen. Sehr gut. Was sind wir mit vorne? Wir haben im Moment Lou dabei, Sue jetzt neu, Fuffi, Spencer und M. Okay. Hier unten irgendwo Trainer? Nee, hier sind nur... Kann ich mir die jetzt an? Ah, Wingull. Okay. Und wir haben drin, das Meer, was... Ich würde gerne wissen, wie es auf dem Meersgrund aussieht. Oh, okay. Was haben wir denn da? Moment, alter Mann, ich kann gerade nicht. Lass mich vorbei. Drecksding. Achso, das ist jetzt wieder nur das Wingo, was da rumsitzt. Mein kleiner Pecco ist heute mal wieder besonders gut gelaunt. Okay. Du bist gut gelaunt? Schön für dich. Gibt's hier was? Was gibt's denn hier noch? Außer den Pokémon, die unten angezeigt werden. Was ich sehr cool finde. Ein Wurmple. Hi. Ich glaube, ich sollte vielleicht dich noch ein bisschen... Ja, komm. Hauen wir das Wurmple weg. Feuerzahn. Autsch. Okay. Oh, Kyle. Geh weg. Okay, jetzt ist es schneller. Warum nicht? Ist egal, es setzt nur einen Fadenschuss ein und das ist dann nicht ganz so tragisch. Und tschüss, Wampel. Sehr schön. So. Wuhu. Sandwirbel, sehr schön. So. Moment, da habe ich was gehört. Da drüben. Langsam. Ein Schwalbini. Ich will dieses Schwalbini. Ganz vorsichtig. Komm her. Okay. Darf ich mal anmerken, dass ich die Musik liebe? Ja, los, Fuffi. Zeig's ihm. Level 3.
Stirbt das? Das ist kein Step, aber eine ziemlich starke Attacke. Ja. One Crit. Okay. Fufi, please. Ich möchte die Pokémon fangen, nicht alle umbringen. Danke. Das Praktische ist auch, je mehr Pokémon ich fange, habe ich euch schon mal gesagt, dass der Lucky Catch dann öfters kommt. Wenn er denn mal kommt. Das. Ich war wie nie, wurde gefangen. Das schleppen wir jetzt einfach mal ein bisschen mit rum. Yes. Okay. Woohoo. Registriert. Mutig behauptet Schwalbini sein Territorium gegen Eindringlinge, so stark dieses sein auch sein mögen. Dieses unerschrockene Pokémon bleibt trotz seiner Niederlage angriffslustig, heult aber laut, wenn es Hunger hat. Es ist also ein kleiner... Naja. Viel Fraß. Es ist weiblich. Ein weibliches Flug-Pokémon. Es wird ein Schwall-Boss. Wenn es sich denn mal... Also, wir werden es weiterentwickeln. Die Musik geht gerade mir dezent auf den Sack. Aber okay. Nennen es Schwall-Boss. Wir nennen es... Wie soll ich das Flug-Pokémon nennen? Wir nennen es, weil ich es kann... Susi? Nee. Na doch, ich habe eine Idee. Nenn's einfach Sarah. Bro. Ist ja egal. So. Tamann, du bist uninteressant. Hey du. Mein Pokémon ist völlig erschöpft. Hättest du einen Trank mitgebracht? Willst du irgendeinen Trank geben? Ja. Das ist für mich. Vielen Dank, toll, nett von dir. Ein Trank. Bitteschön. Topfit, das war nett von dir. Okay. Whatever. Ein Pirsif. Yay, eine Pirsif-Beere. Nein, ich wollte... Ich hasse das. Das passiert mir in dem Original auch ständig. Das ist, wenn ich Beeren pflücke, einfach zu sehr die A-Taste hämmere. Okay. Du kämpfst doch. Das sehe ich doch. Ich bin reich und da mir gerade langweilig ist, bereite ich dir meine Freunde und kämpfe mit dir. Die Musik ist irgendwie interessant von den Schnöseln. What the fuck? Schnösel René, der gibt Geld. Ich jetzt nur ein Münzamulett. Und zickzacks. Los, Fufi. Okay. Level 8 schon. Aber ich habe den Feuerzahn. Das ist schneller. Au. Au. What the fuck? 9 KP Schaden? Was soll das denn? So. Ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal aufhören, auf jeder Route sofort alles wegzufangen. Vielleicht kommen mir noch der ein oder andere Name in den Kommentaren. Ich meine, es könnte auch einfach so Namen genannt werden. Beispielsweise. Ich bin sowieso meistens sehr schlecht darin. Ich lebe. Stirb. Lebst du auch noch? Verdammt, du lebst auch noch. Spencer. Da muss Spencer ran. Hallo. Ja, da muss er ran. Der Typ hat eine Top-Genesung, weil es ein Schnösel ist. Okay. Heuler, bringt dir nichts, weil ich nicht physisch angreife, mein Freund. Ich greife speziell an. Nya. So. Was mir auffällt, es gibt... Gibt es eine schwache Attacke, die den... Also eine relativ... Attacke, die auf niedrigen Level erlernt wird, die den Spezialangriff senkt? Charme senkt ja auch den Angriff. Beispielsweise. Das wäre mal eine gute Frage.
Nur Level 10. Verdammt. 20 auf einen physischen Angriff. Und ich habe keine Kaskade. Verdammt. Haben die nicht früher mehr gegeben? Okay. Gehen wir hier rein. Der Blütenburgwald, der auch wirklich ein eigener Wald ist und nicht irgendein anderer Wald in 2.0 Version. Aber... Trank. Danke. Hey du. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Bühne frei, hier kommen meine Käfer-Pokémon. Ja, und da oben war ein Pokémon. Die Käfer-Salmer Detwin. Du. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah ans Mikro komme. Ich habe heute irgendwie den Hang dazu. Einfach, weil ich so viel Spaß habe mit dem Spiel. Feuerzahn. Nice. Okay. So, haben wir Feuerzahn. Und noch ein Feuerzahn. Ja, jetzt bin ich langsamer als ein Wurmpel. Okay. So. Ich hätte auch theoretisch auf Gehweier tauschen können. Der hätte dann das restliche Team auseinandernehmen können. Verdammt. So. Angriff und Spezialangriff. Ach ja, stimmt. Der hat ja einen Spezialangriff Pluswesen gehabt. Wurmpel. Ja, ich möchte gerne wechseln. Ich möchte die Initiative nicht weghaben. Ha. Na komm. M, du bist dran. Weil ich vergessen habe. Weil ich Groß- und Kleinschreibung vertauscht habe. Ich wollte ihn eigentlich Maskerade nennen, aber... oder Masquerade. Aber... fangen wir an. Stachelfinale. Wie Schaden macht das denn? Ich will angreifen. M soll was reißen hier. Dem Stachelfinale. Oder auch nicht. Muss Fuffi wieder ran. Fuffi, go! Machst du fertig. Au. Feuerzahn, der ist fast leer. Ups. Obwohl, was heißt fast leer? Wir haben gerade die Hälfte weggehauen. Oh je. Yeah. Und 60 Erfahrungspunkte und 60 Erfahrungspunkte. Yay, und noch ein Wurmpel. So. Und der Feuerzahn. Reicht der jetzt? Jetzt reicht er. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich habe alle diese Pokémon, aber trotzdem konnte ich nicht gewinnen. Wenn du drei Wurmpels hast, das ist nicht sehr schwer zu schlagen. Schleichen uns mal hier durchs hohe Gras. Ich finde übrigens schön, dass das hier... Ich weiß gar nicht, früher gab es hier solche Teiche da gar nicht, ne? Einfach als Deko. Ein Paarreiler, nehmen wir gerne mit. So. Irgendwo noch Pokémon? Na, ist der Forscher. Ja, ich möchte aber kurz mal gucken. Moment. What war das für ein Ruf? Ist weg. Oh ne, ich entferne mich nur. Wo? Da. Was ist das da? Den Ruf kenne ich gerade nicht. Ach, das ist ein Bummels. Nee. Ich will kein Bummel. Was war das für ein... Okay. Dann war hier nochmal ein bisschen rum. Jetzt können wir, glaube ich... Oh, das ist wieder ein Bummels. Ja, das ist wieder nur ein Bummels. Egal. Na komm, gehen wir weiter. Triggern wir die Cutscene. Fehlanzeige. Hallo, hast du hier in dieser Gegend zufällig irgendwo ein Knilz gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Hey du. Du siehst dumm aus, aber egal. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst mir hier im Blütenburg zu lange herum. Die Warterei hat mich macht mich ganz krank gemacht, deshalb knöpfe ich mir dich jetzt einfach direkt vor. Du bist ein Forscher der Devon Corporation, stimmt's? Du hast... dann hast du wichtige Dokumente, die wir brauchen. Rück sie raus, und zwar schnell. Hilfe!
Du bist ein Pokémon-Trainer, dann musst du mir helfen, bitte. Das ist gerade irgendwie voll laut auf den Ohren, aber okay. Nanu, was hast du vor? Willst du diesen Forscher etwa Deckung geben? Wer sich Team Magma in den Weg stellt, kann keine Rücksicht erwarten, egal ob Kind oder Erwachsener. Ich werde keine Gnade zeigen. Also los, lass uns kämpfen. Okay. Was sollte diese Pause gerade? Yo! Alles klar, Team Magma Rüpel. Pfiffchen. Mal sehen, welches für vielen besser ist. Los, Fufi. Level 9. Bitte verbrenn es. Ich bin schneller, sehr gut. Ja, bitte verbrenn es. Bitte. Bitte verbrenne es. Wetterattacke ab. Please verbrenne es? Bitte. Halbiere seinen seinen physischen Angriff. Bitte nicht. Komm, mach's kaputt. Danke. Ich glaube, ich sollte Fifi jetzt mal vorne wegnehmen. Das hat nämlich keine HP mehr, wirklich. Oh yeah, Level 9. Sehr schön. So. Alles kein Problem. Du bist ja richtig stark. Ja, und ich gewinne. Du. Pa, wie kannst du es wagen, dich mit Team Magma anzulegen? Diese Schmach kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Aber meine Pokémon sind allesamt außer Gefecht. Du hattest nur eins. Und du sprichst von ihnen in der Mehrzahl. Okay. Eine Revanche steht somit außer Frage. Nun gut, ich bin ohnehin unterwegs nach Metaross City. Wir haben dort nämlich noch eine Mission zu erfüllen. Du kannst von Glück reden, denn auf diese Weise kommst du noch einmal mit einer Verwarnung davon. Der geht etwas merkwürdig. Aber okay. Puh, das war gerade mehr als knapp. Ohne dich wären diese wichtigen Dokumente in die falschen Hände geraten. Warum schleppst du die überhaupt mit dir rum? Weißt du was? Ich schenke dir was. Hier als kleines Dankeschön. Den EP-Teiler. Ich glaube, im Original hat man Premierball bekommen. Okay, leichte Steigerung. Der EP-Teiler ist ein ultra nützliches Apparat und Gehirnschmalz entstringen, die Wundermaschinen zu entwickeln. Wenn du den EP-Teiler einschaltest, erhält nach einem gewonnenen Kampf alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte, selbst wenn sie nicht am Kampf teilgenommen haben, was ich sehr angenehm finde. Probier ihn unbedingt mal aus. Und ich habe noch ein technisches Wunder für dich, Para. Ich heile jetzt nämlich deine Pokémon. Schwuppdiwupp. Jupp. Dann mach mal. Team wurde vollständig geheilt. Aber einen Augenblick. Sag mal, meinte dieser Schuft von Team Magma nicht, er sei auf dem Weg nach Metaross City? Oh nein! Das ist ein riesiges Problem. Ich darf keine Zeit verlieren. Okay. Dann lauf vielleicht nicht ganz so langsam. Du. Was ist das? Ich bin gerade gekonnt an dem Trainer vorbei. Ich würde gerne. Das sieht mir. Warum sieht das jetzt so komisch aus? Das hat Blendpuder dabei. Boah, hab ich aber schon. Komm, geh weg. Ein Itar. Nimm mal den Itar mit. Moment, er hat mein Pokémon geheilt, ne? Ja, ist okay. Geh weg. Hey du. Wenn man ein Käfer-Pokémon mit einer Schule bringt, ist man bei den anderen doch sicher gleich beliebt, oder? Ja. Bring mal ein paar Raupis, ein paar Wampels mit. Und fucking einen Kader. Okay. Warum nicht? Allerdings habe ich die ultimative Waffe dagegen. Und ich finde den EP-Teiler bei diesem Playthrough extrem nützlich, weil ich so viele Pokémon fangen möchte und auch so viele wie möglich entwickeln möchte. Das ist dann schon ganz praktisch. Au. Boah. Das ist okay. Energie abgesaugt. Ist in Ordnung. Stirb. Jo. Yay. Emma reicht Level 6. Und er lernt Ruckzucki. Er hat keine andere Attacke. Sehr schön.
Sarah reicht auch was. Du. Moment, Trassler hat gerade kein Level abgemacht, ne? What the fuck? Muss aber kurz davor sein. Ja, wollte gerade sagen. 2 KP davor. Hat Ding jetzt eigentlich noch ein Item? Nein. Trägt aktuell keiner ein Item. Und mein Team ist komplett ausgeglichen. Halb männlich, halb weiblich. Okay. Ist in Ordnung. Vielleicht kann ich noch ein Pokémon. Das ist wieder nur ein Bummels. Das will ich nicht. Ist irgendwas Interessantes? Komm, Trigger. Komm schon. Was war das? Ist das irgendwas Besonderes? Was ist das? Ein Panikon. Ne, ein Schaloko. Panikon hat Stacheln. Panikon hat Stacheln, das war ein Schaloko. Und das ist ein Bumilch. Hallo Bumilch. Nee, will ich gerade nicht. Ich will es gerade nicht besiegen und auch nicht fangen. Ich will vielleicht erstmal auf ein paar Namen warten. So, wir gehen da erstmal weiter. Aktuell reicht mein Team. Hier bricht das Blütenburg-Kommando. Könnt ihr mich hören? Kommandantin Jordis, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist ein Fehlschlag. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl. Ja, verstanden. Ich werde weitere Nachforschungen zu jener Energie anstellen. Puh. Dieser Trainer hatte ganz schön was auf dem Kasten. Ja, total. So. Cool, Bären. Nehmen wir die Bären mit. Rupf. Okay. So. Glitzer. Ah, hier haben wir aber schon alles gefangen, was zu fangen ist. Und ich frage mich immer noch, warum das auf der einen Route da golden war. Naja, egal. Gut. Es wird langsam dämmerig. Okay. Ist hier hinter eigentlich immer noch die Wiese? What the fuck ist dies? Fähigkeit Adlerauge. Nice. Naja. Ich suche hier noch das Feld ab und ich glaube, danach machen wir Schluss. Können wir in der nächsten Folge Meteoros City machen? Das wäre doch eine nice. In der vierten Folge komplett Meteoros City, da das ich ja sowieso einen Supertrank nice. Immer sehr, sehr viel mitnehme. Also die Folgen relativ lang mache. Ja, komm. Okay. Meh. Nicht so toll. Gucken wir gleich nach. Da ist nichts mehr. Wo ist es? Da. Ach, ist das wieder ein Dingens. Das ist aber irgendwas. Da sind eine Pirsifbeere dabei. Potenzial. Suchlevel 9. Ich möchte es mir mal ansehen. Warum steht da Suchlevel 9? Ich möchte es mir mal ansehen. Du. Das ist nichts Besonderes, glaube ich, an sich, außer dass es halt eine Pirsifbeere trägt. Okay. Ich weiß gar nicht, was dieses Suchlevel bedeutet. Steigert sich das? Suche reicht Level 4. Und die Konfusion schon erlernt, sehr schön. Steigert sich das mit der Zeit? Also, dass ich immer mehr und mehr Pokémon finde. Und auch seltene Pokémon oder Shinies. Wäre nicht gut zu wissen. Aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann hier weiter um. Beziehungsweise gucken nochmal ein bisschen in dies Blumenladen hier. Wer ist der Blumenladen? Blütentraum. Okay. Und gehen dann nach Meteoros City, um vielleicht dort den Arena-Letter schon herauszufordern. Also, ich bin Zaurak. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.